We are the droids you're looking for. Liebe Android Next Leser, Resonatoren, Portale und exotische Materie. Wir in der Redaktion spielen derzeit eifrig Ingress. Ingress ist ein Spiel, das Google bzw. eine Unterdivision von Google auf den Markt geschmissen hat. Die Division heißt Projekt Niantic und das handelt sich um ein Augmented Reality Game. Ich spiele das jetzt ungefähr seit einer Woche, aber ich habe keine Ahnung, was ich da wirklich tue. Jemand, der mehr Ahnung davon hat, ist unser geschätzter Redaktionsfreund Arthur, der ja sehr aktiv ist bei Ingress und der wird uns jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen. Hallo erstmal Arthur, schön, dass du hier bist. Hallo Frank. Genau, ich halte dir das dann einfach hin. Ja genau, vielleicht erklärst du mal kurz unseren Lesern, die sich noch nicht unbedingt mit Ingress beschäftigt haben, worum es sich dabei ganz grob handelt. Also ganz grob kann man sagen, Ingress ist ein Geocaching 2.0 Projekt, wo man die Möglichkeit hat, mit einem GPS-fähigen Telefon durch die Gegend zu rennen und sich in sogenannte Portale einzuhacken. Im Prinzip kann man sagen, das ist so etwas wie Foursquare oder Google Places, wo man dann entsprechend sich in einem Restaurant anmeldet oder ähnliches. Bei Ingress heißt das, ich hack mich in ein Portal ein. In der Form läuft das so ab, dass man mit dem Handy durch die Gegend rennt. Man sieht auf einer Karte auf dem Telefon entsprechend freie Portale, also Feindesportale oder eigene Portale. Da läuft man dann hin, hat einen Radius von, ich weiß nicht, vielleicht 100 Metern, kommt in die Nähe und in dem Moment kann man sich dann einhacken und andere Portale mit diesem Portal verlinken. Wenn man ganz kurz dazwischen gefragt, du hast hier eben erwähnt, dass es feindliche Portale gibt und eigene Portale, neutrale Portale. Was hat es damit auf sich? Genau, also man fängt an mit einer relativ leeren Karte, also so war das bei mir zumindest. Ich glaube, man darf mich als Early Adopter bezeichnen. Da gab es relativ viele Portale, die einfach weiß angezeigt wurden. Da konnte man hingehen und die mit einem sogenannten Resonator bestücken. Das ist sowas wie eine Batterie, damit bringt man das Portal online und damit gehört das dann erstmal meiner Fraktion. Es gibt zwei verschiedene Fraktionen, einmal die Erleuchteten, die Enlightened und auf der anderen Seite Resistance, also den Widerstand. Bei welcher Fraktion bist du? Ich habe mir gedacht, weil sowieso der Mainstream gegen alles ist und größtenteils wahrscheinlich Resistance wählen wird, bin ich zu den Erleuchteten gegangen. Ich bin in der Resistance. Ja, das habe ich gesehen. Ein Portal musste von dir auch dran glauben. Das tut mir sehr leid an der Stelle. Aber nein, ich bin einfach zu den Erleuchteten gegangen. Anfangs hat man auch gesehen, dass es ein Verhältnis von ungefähr 1:4 war. Also es geht darum, die Portale miteinander zu vernetzen, Polygone aufzubauen, sprich Dreiecke. Und wenn man dieses dann erstellt hat, dann erscheint ein Schutzschild zwischen diesen drei Portalen, das sozusagen über der Stadt schwebt und die Menschheit vor dem, ich glaube, dem sogenannten Shelter-Virus schützen soll. Und da gibt es dann halt diese beiden Fraktionen, die darum kämpfen, die größten Schutzschilder aufzubauen. Naja, und so kommt man dann so langsam rein in das Spiel mit vielen Fehlern am Anfang. Typisch Google, man kommt sich immer vor wie so ein Beta-Tester. Man wird einfach reingeschmissen und hat keine Ahnung, was man machen soll. Okay, nochmal ganz grundsätzlich gefragt. Also es läuft quasi so ab, dass ich durch die Gegend renne mit meinem Handy in der Hand, ja. Und was genau sehe ich auf meinem Handy und wie genau spiele ich dieses Spiel? Auf dem Telefon siehst du im Prinzip die Google Maps Karte, die ja ein bisschen umdesignt wurde, schwarz gehalten ist und in entsprechender Entfernung kann man dann diese Portale leuchten sehen. Das sind dann, ja, vielleicht bindet ihr da einen Screenshot oder so mal ein. Das ist einfach so ein leuchtendes Ding und da kommen so Strahlen raus und sie sieht so ein bisschen technisch aus. Also in der normalen Welt sieht man eine Kirche oder ähnliches und auf dem Telefon sieht man dann halt dieses leuchtende Ding und wenn man das übernommen hat, dann wird das entsprechend grün, also wenn man bei den Erleuchteten ist und ansonsten Feindesportal ist dann blau gehalten. Okay, und das kann ich also nur am Handy spielen oder gibt es dafür auch so eine Browser-Version oder wie sieht das aus? Auf dem Browser gibt es eine sogenannte Intel Map, da kann man sich eine Übersicht verschaffen, wo gibt es Portale, wie sieht die Vernetzung derzeit schon aus.
aber funktional ist das nur auf einem Tablet oder auf einem Smartphone mit Android. Mit Android, ne? Mit Android-System. Ich glaube, es gibt keine iOS-App. Wahrscheinlich muss die App noch überprüft werden. Also da bin ich außen vor, habe ich leider keine Ahnung im Moment. Momentan nur auf Android-Telefonen und auch auf Tablet-Computern, die mit Android befeuert werden. Und man benötigt in jedem Fall eine bestehende Datenverbindung und natürlich einen GPS-Empfänger. Kann das Spiel eigentlich jeder spielen oder da gibt es eigentlich auch so ein Invite-System, ne? Derzeit ist es eine geschlossene Beta-Version. Ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe mitten in der Nacht irgendwann mal einen Invite-Code von irgendeinem Google-Mitarbeiter über Google Plus bekommen und naja, okay, dann wurde man auch direkt heiß da drauf eingegeben, nächsten Morgen direkt zum ersten Portal und gehackt. Okay, wenn einer unserer Leser da jetzt mitspielen möchte, was sollte er da am besten tun? Auf der Seite www.ingress.com gibt es die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, um einen entsprechenden Invite-Code zu erhalten. Es ist von Vorteil, wenn man natürlich ein Google-Konto hat. Ich denke mal, so eine AOL-Adresse oder ähnliches, die mit keinem Google-Konto verknüpft ist, die wird eher außen vor gelassen. Also wenn man schon Google-Kunde ist, denke ich mal, oder Latitude nutzt, ich weiß nicht, wonach die das rechnen. Ich habe ein Google-Konto und habe direkt einen Invite bekommen nach nur einem Tag. Also wahrscheinlich, weil du generell Early Adopter bist bei allen Google-Services. Ne? Ich habe Glück gehabt. Ich habe wirklich nur Glück gehabt und habe da natürlich entsprechend meine Vorteile rausgezogen. Also Entschuldigung an alle Resistance-Kämpfer, denen ich die Portale zerstört habe. Du sprichst das gerade schon an. Wie ist denn da dein Status eigentlich? Wie weit bist du in diesem Spiel? Ich habe leider keine Möglichkeit, eine Rangliste oder ähnliches einzusehen, aber ich würde einfach mal salopp behaupten, dass ich doch ziemlich hochgelevelt bin, momentan auf dem Level 7. Ich sage direkt, ich habe Glück gehabt. Ich wohne mitten in der Stadt, also in der Nähe Gendarmenmarkt etc. Ich gehe einfach nur raus. Es waren nur leere Portale. Da ist kein Mensch rumgelaufen. Ich habe jedes einzelne Portal gehackt, miteinander verlinkt und bin innerhalb von 2-3 Stunden auf Level 4 hochgepusht worden. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann erstmal meine Fehler bemerkt und dann ging es dann weiter. Und jetzt bin ich mittlerweile bei Level 7 angekommen. Mache jetzt auch erstmal eine Pause, weil ich gemerkt habe, dass meine Waffen sind einfach viel zu stark. Also ich gehe einmal an Alexanderplatz. Das heißt, du verdirbst allen anderen den Spaß damit, ja? Das Glück des Early Adopters. Wie heißt du eigentlich bei Ingress, damit die Leute, die das Spiel vielleicht schon kennen, dich identifizieren können? ATUA, also Arthur ist mein Name. Ich bin aktiv, größtenteils in West-Berlin ist mir jetzt aufgefallen. Also die einzige Bastion, die ich jetzt im Osten aufgebaut habe, ist Karl-Marx-Statue am Strausberger Platz. Da ging mir aber auch die Pumpe. Die habe ich gestern Abend zerstört. Und tut mir leid, Chris, an dieser Stelle. Er hat es nochmal erwähnt. Es gibt einen Chat. Da kann man sich innerhalb der Fraktion gesichert unterhalten oder einfach Nachrichten an alle schicken. Und tut mir leid, Chris, er hat es nochmal erwähnt, falls du das Video siehst. Es war deren größtes Portal und das habe ich einfach mit 2 Bomben kaputt gemacht und dann ist mir aufgefallen, ach du Schande, also ich bin wirklich ein Level zu hoch. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Okay, Arthur, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Jemand, der neu einsteigt bei Ingress, was sollte der beachten? Hast du irgendwelche Tipps für Einsteiger? Hackt jedes Portal, wirklich jedes Portal, sei es ein feines Portal, sei es ein leeres Portal, geht durch die Gegend, hackt alles, was euch irgendwie in die Quere kommt, weil erstens bekommt ihr die Möglichkeit, wenn ihr ein eigenes Portal hackt und dieses mit Resonatoren bestückt, dann levelt ihr ab, also ihr bekommt diese AP, Erfahrungspunkte oder ähnliches. Wenn man ein feines Portal hackt, dann bekommt man entsprechend 500, glaube ich, AP. Also man levelt viel schneller hoch. Das heißt, rennt einfach durch die Gegend, hackt jedes Portal, holt euch überall die Schlüssel ab. Das ist fast das Wichtigste, überall die Schlüssel abholen und verlinkt jedes Portal mit jedem Portal, was ihr besucht. Und was ganz wichtig ist, das ist mir nach dem ersten Mal, besorgt euch ein Akku-Pack fürs Telefon. Man hört förmlich, wie die App, die Ingress-App auf dem Android-Telefon, die Batterie leer saugt. Also das ist wirklich unglaublich. Innerhalb von 3 Stunden ist ein vollgeladener Akku komplett platt. Und daher habe ich dann 2 Akku-Packs dabei, sogar ein 2-Telefon, was ich sogar abgegeben habe an dieser Stelle.
Was gibt es da noch zu sagen? Ja, alles kaputt machen von den Feinden. Probiert aus, was geht. Holt euch alle Schlüssel, linkt alles untereinander und achtet darauf, dass ihr immer einen vollen Akku dabei habt. Ein gutes Schlusswort. Arthur, ich danke dir recht herzlich für diesen kleinen Einblick in dieses wirklich sehr, sehr abgefahrene, aber auch hochinteressante Spiel. Ingress könnt ihr spielen auf ingress.com und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch mitteilt, was ihr von diesem Spiel haltet, ob ihr noch irgendwelche anderen Tipps habt, einfach in den Kommentaren hier unter dem Video oder unter dem Blogartikel. Und ja, ansonsten danke ich dir erstmal schon mal recht herzlich, Arthur, und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ja, das hoffe ich doch. Und nicht zu böse nehmen, wenn ich denn mal irgendwas zerstöre. Ach was, ach was. Alles klar. Danke. Okay, bis bald. Bis dann. Tschüss. Please leave a message after the tone. www.androidnext.de